Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Single-Let's Plays. Wir machen einfach da weiter, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben, nämlich wir wollen die Mission zu Ende bringen und dann in den Forst. So. Ah, der Knopf war's. It's magic. Ist nur virtueller Alkohol. Das ist nicht der Alkohol, den du siehst. So. Hier ist auch kein Graben und keine Erhöhung. Kann man auch hier aufs Feld fahren. So, und jetzt zeige ich nochmal in der Praxis das, was ich eben gesagt habe. Achso, Steuerung Position 1. Quatsch, Shift Position 1 benutze ich dann auch schon mal. So war das. So. Weil mit Shift Position 1 kann ich mir einfach nur diese Linien ein- und ausblenden, die schon da sind. So, und da hinten nochmal nachstreuen müssen, das werden wir nachher sehen. Ich will jetzt da ansetzen, wo wir eben auch gewesen sind. Das heißt, Steuerung. Na, wenn man erstmal unten auf 180 Grad, dann Steuerung 2 und dann eben mit dem Steuerung plus minus kann ich das verschieben und dann setze ich das jetzt hier nebenan, weil ich hatte hier eben auch diese Gradzahl. Und dann richte ich mich aus und jetzt machen wir hier noch Automatik aus und Menge auf 18 Kilo. Einschalten, Gas geben. Alter, 48 Meter. 42 Meter. Wahnsinn. Ach, guck mal, Schweinefuttermilch braucht schon wieder Mais. Die Biogasanlage, schon wieder Grassilage. Nee, nee, nee. Das ist alles, was wir abends, wenn man nicht mehr so viel sieht. Klar, wenn der Schweinefuttermischer jetzt auch ganz voll springt, heißt das, er arbeitet nicht mehr. Dann kann man ihn abschalten, weil dann verdient man mit ihm ja auch nichts mehr. Ne? Und dann hat man nur laufende Kosten. Aber ich nehme auch schon an, dass der Inhalt, der jetzt hier drin ist, für das Feld hier reicht. Manchmal wünsche ich könnte ein bisschen weiter rauszoomen. Jetzt haben wir natürlich keine 42 Meter Vorgewende. Da müssen wir natürlich ein bisschen feinfühliger sein beim Wenden, ne? Was ich glaube ich noch so ein bisschen unrealistisch finde, ist, dass ich den ja auch benutzen kann vorne eben mit dem Sensor und dann sagt der Sensor mir, wie viel ich wo spritzen muss, was ja toll ist, aber
Der Streuer kann das mit seinen Tellern doch gar nicht so gezielt ausbringen. Jetzt so real-life-mäßig. Oder sehe ich das mal wieder viel zu eng? Das ist aber kein Wald, das ist ein Mini-Hain. Oder ein Weiler. Aber kein Wald, ne? Okay, das ist halt viel zu eng. Aber hey, manche mögen es eng. Also, engstirnig ausgelegt, meine ich natürlich. Püdim hat's gemacht. Das war die Warnung, dass das Feldende nicht mehr weit weg ist. Der hat nicht nur mehr Spannweite, der fährt auch noch schneller. Genau, Bahnromantiker, alle einzeln. Wem willst du denn das erzählen? Hat er hier eigentlich auch Teilbreiten? Ach, Teilbreiten hat er auch. Cool. Brumm, brumm. Das Schöne ist, wenn man jetzt eben damit spielt, kann man theoretisch hier auch Innenansicht fahren, wenn man mit GPS spielt. Weil man weiß ja, wo man hin muss. Für diejenigen, die schon gewundert haben, ich habe jetzt mit dem, nachdem ich den neuen Monitor hatte, hatte ich die Ziele ja nicht mehr angezeigt. Die habe ich jetzt unten wieder eingefügt. Denn eigentlich spiele ich im Moment auf einem Monitor, den ich mir noch gar nicht hätte kaufen dürfen. Weil das Ziel noch gar nicht erreicht war. Ja, so ist das halt. Wenn Männer und ihr Spielzeug nicht warten können, ne? So viele Reihen sind das doch da gar nicht mehr. Wieso sind das noch so viel Prozent? Naja, aber Romantiker, du müsstest doch wissen, dass wir als Männer für die Frauen auch nur ein Accessoire sind, ne? Wäre das jetzt mein Feld, würde ich so eine Ecke nicht übrig lassen. Ist aber nicht mein Feld. Haha. Wie du Klotz am Bein falsch aussprichst.
Ja, ist jetzt die Frage, wer ist da der Klotz von wem? Und warum habe ich keinen Southern Comfort bekommen? In keinem einzigen Laden. Es war recht merkwürdig. Bei uns, ne? Situation. Im Kaufland Southern Comfort im Angebot. 3 € billiger die Flasche als Standard. Denkst du, cool. Ist eh gerade leer, kannst direkt zwei holen. Kommst du hin, alles ausverkauft. Fährst danach in drei andere Läden, wo die den normalerweise auch führen, auch ausverkauft. Ist das normal? Ich weiß es nicht. Denke nicht. Also wenn der neue Arme da ist, dann werde ich das Mikrofon auch noch ein bisschen höher seitlich stellen. Dann sollte ich noch besser. Einzige Problem ist, es ist jetzt eben nicht mehr hier. Und deswegen, wenn ich zum Monitor rüber gucke, bin ich etwas weiter weg mit dem Gesicht. Ich bin doch der einzige Streamer, der säuft. Die anderen sind doch alle nur nüchtern. Und Waisenjungen und Vorzeigeknaben und so. Habe ich gehört. So, und an dieser Stelle, ja, sieht bei mir anders aus. An dieser Stelle nochmal mein Aufruf, den ich auch am Anfang vom Stream schon mal gemacht habe. Ich möchte Giants mal so richtig, und nicht nur Giants, auch einige andere mal so richtig ärgern. Und deswegen der Aufruf an alle, die sich noch irgendwas für den LS kaufen wollen, was sie auch tatsächlich benutzen. Also, wer noch keinen Seasons Pass 2 hat oder Öweil DLC und bisher überlegt hat, es sich zu kaufen, macht es doch jetzt und benutzt dabei den Promocode vom Alien Paul. Warum? Der Alien Paul steht kurz davor, Silberpartner zu werden. Und ich weiß, dass einige Leute ein verdammt dummes Gesicht machen werden, wenn der liebe Uwe auf der nächsten FarmCon auf der Bühne steht und die Silberauszeichnung bekommen würde. Ich bin zwar leider da nicht da, aber es gibt einige Leute, die machen mir garantiert Videos davon. Also solltet ihr noch was haben, aktuell benutzt ihr nicht meinen Code, sondern benutzt den vom Alien Paul, zumindest so lange, bis wir da das Silber durch haben. Weil auf die dummen Gesichter bin ich echt gespannt. Aber dasselbe gilt natürlich, was ich auch sonst immer sage. Bitte kauft euch nicht etwas, was ihr nachher nicht nutzen wollt. Ne? Also, wenn ihr nie im Multiplayer spielt und an den Kubota-Maschinen keine Freude habt, kein Kubota-Paket. Ne? Wenn ihr keine Weintrauben macht, kein. Vergessen, wie das Paket hieß, ne? Das erste, was kam mit den süßen kleinen Minimaschinen. Ne? Also, ne? Nur das. Oh. Nur das kaufen, was ihr tatsächlich auch benutzen könnt. So, guck mal, 15% Rabatt gibt jetzt beim Bruns. Das ist doch schon mal super. Dann haben wir jetzt endlich diese Mission dann abgeschlossen. TKLS, erfolgreiche Jobs 6. Den akzeptieren wir schon mal. Den machen wir aber noch nicht. Das ist Feld 9. Das ist da oben.
Da stellen wir jetzt da stellen wir jetzt unser Fahrzeug zwar ab, aber den Auftrag machen wir jetzt nicht, weil wir den Rest des Tages bis zum Abend gehen wir tatsächlich in den Horst. Aber wir können das Ding ja hier nicht einfach so stehen lassen, das müssen wir wegbringen. Nein, müssen wir nicht wegbringen. Das parken wir, das füllen wir jetzt nochmal mit Mineraldünger auf. Weil wir hier einmal gerade hier unten in der Ecke sind und lassen es dann da stehen. Da steht es auch nicht im Weg rum. Und dann fällen wir sogar noch in dieser YouTube-Folge die ersten Bäumchen. So, einmal aufmachen und auffüllen. Hopp. Und zumachen. So. So, wir machen natürlich wieder Häufchen. Das kennt er ja schon von mir. Häufchen machen. Und ich würde sagen, das Häufchen machen wir hier hin und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Was wir hier so alles aufeinander auf ein Häufchen kriegen. Möchte ich sehen, dass sie so liegen bleiben. Ja, lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch, lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, fall um, fall um, fall um. Will nicht umfallen.
Jetzt geht's. So viel zum verbesserten Baumhandling. Weil das Ding hing jetzt nicht an irgendwelchen Bäumen, sondern mal wieder irgendwo. Gut, lass mal das ganze Zeug mal wieder schräg fallen. So, mit diesen schönen Bildern aus dem Forst verabschiede ich mich mal wieder von YouTube. Ups. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.